La Familia Fight Night und ich stehe mit einem deutschen Meister nach Regelwerk, der ISKA im Muay Thai, Femi Dazi vom Taikan Sports Arena aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch, Femi. Dankeschön, danke. Ja, du hast Marc Schomburg soeben geschlagen in 5x3 Runden nach Punkten. Was hat den Unterschied gemacht? Wieso bist du deutscher Meister und nicht Marc? Ich denke mal, mich hat auch ein bisschen meine Erfahrung gerettet. Dadurch, dass ich ganz genau weiß, wie gehe ich raus, was mache ich jetzt, in welcher Situation. Also musste ich mich schon lange anlernen und mich ziemlich oft verprügeln lassen. Ich denke mal, ich habe die Stellen, die offen sind, mehr gesehen als er. Und konnte so halt mehr punkten, besonders mit den Sidekicks. In der letzten Runde, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt war er angeschlagen, gehe ich halt noch ein bisschen mehr darauf rein, hau da noch mal ein bisschen mehr drauf. Ich hätte es konsequenter machen können, vielleicht hätte ich es dann geschafft, vielleicht, man weiß ja nie, weil er hat das auch ganz schön gut weggesteckt. Vielleicht hätte ich es auch geschafft, vorzeitig zu beenden, aber ich bin auch so froh, dass ich die 5 Runden durchgestanden habe. Und ja, ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe. Super Veranstaltung. Mehr kann ich sagen, tolle Fans, auch wenn ich nicht von hier komme, waren alle fair, sportlich fair. Fand ich sehr schön. Ja, das hat der Veranstalter sicherlich gehört und das Publikum auch. Femi, wie hast du dich vorbereitet jetzt auf den Kampf? Hast du dich speziell auf Marc vorbereitet oder grundsätzlich? Also speziell auf Marc habe ich mich nicht vorbereitet, weil meistens ist es immer so, dass auch wenn ich jetzt die Kämpfe sehe, die ja im Internet zu finden sind von ihm, ist es nicht so, wie wenn ich im Ring persönlich gegenüber ihm stehe. Also ich habe mich so gut es ging neben dem Studium halt vorbereitet, hätte ein bisschen mehr sein können, aber zeitlich, also wer das kennt, der weiß, auch, es ist ziemlich schwer neben Beruf und Studium noch Zeit fürs Training zu finden. Aber ich bin froh, dass es noch gereicht hat, die Vorbereitung, also da freue ich mich wirklich. Der Marc ist, glaube ich, so ein bisschen bekannt für knüppelharte Ellbogen. Hast du das, ist das auch tatsächlich so im Ring? Hast du das gemerkt? Also, er hat zwar Ellbogen angesetzt, aber ich habe jetzt nicht keinen Wirkungsschlag gespürt, weil ich teilweise meistens versucht habe, sie zu blockieren oder halt, wie gesagt, meine Deckung da oben hatte. Aber man hat schon gemerkt, er war sehr erfahren mit den Ellbogen. Jedes Mal, wenn er im Clinch war und ich einen Ellbogen ansetzen wollte, da hat er mich so geblockt, dass er die Möglichkeit dazu hat, einen anzusetzen. So habe ich dann immer versucht, schnell rauszugehen, um nicht noch einen Haken zu kassieren oder, ja, schon mein Bestes gegeben, sozusagen. Wunderbar. Wie sind deine nächsten Pläne? Was ist nächster Zukunft, außer das Feiern jetzt natürlich? Wie geht's jetzt weiter mit Femi? Also erstmal muss ich meine Abschlussprüfung, meine Semesterprüfung schreiben. Danach beginnt ja der Sommer und dann werde ich wahrscheinlich wieder in die Trainingsphase einsteigen und gucken, was es bringt, ob ich es jetzt schaffe, noch mehr international zu kämpfen als jetzt schon. Und ich denke mal, da kommen auch einige Anfragen, ich werde es ja sehen, weil ich bin jetzt halt auch ein paar Kilo hochgegangen als vorher. Also ich bin da guter Dinge. Ne? Das ist mal ein bisschen Speck. Der sieht super aus, also alles gut. Was studierst du? Wirtschaftsingenieurwesen. Wirtschaftsingenieurwesen, ach du Scheiße. Wirtschaft und Maschinenbau halt, so ein Doppelstudiengang. Ja. Ja, dann auch da viel Erfolg, ne? Also alles Gute. Femi, möchtest du noch jemanden grüßen jetzt als deutscher Meister? Natürlich, ich würde gerne meine ganze Familie grüßen zu Hause, meine Freunde und auf jeden Fall meine bessere Hälfte Melda. Morgen ist Muttertag. Und meine Mom, morgen ist ja Muttertag, ganz lieb, ich komme morgen vorbei. Und dann möchte ich noch meine bessere Hälfte Melda grüßen, ich liebe dich. Und ich weiß, dass du mal bei mir warst und alle bei mir waren im Herzen. Dankeschön. Ich möchte mich auch bedanken, dass ihr dabei wart. Femi, ich danke dir fürs Interview. Dankeschön. Alles Gute, weiterhin viel beim Studium vor allen Dingen. Wir sehen uns im Netz. Bis dahin.